bevor es losgeht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Channel abonniert und sämtliche Produkte in diesem Channel, ta-da-da-da, gibt's auf hensler.shop. Los geht's. Der schmutzigste Kochjagd in der Welt, ey. Henslers schnelle Nummer. Heute gibt es Beachpasta. Was es genau heißt, erkläre ich gleich. Das Ganze live on tape. Das heißt, was passiert, passiert. Und was passiert, Freunde? Es ist nicht mehr lange hin, ungefähr noch einen Monat. Dann gibt es das geilste Kochbuch der Welt. Henslers schnelle Nummer 2. Vom Feinsten. Über 100 neue Rezepte. 5 Zutaten plus Vorratskammer. Maximale Zubereitungszeit 15 Minuten. Und zu jedem einzelnen Rezept ist ein QR-Code drin, wo wir extra ein Video gedreht haben. Ich euch eine Geschichte dazu erzähle zum Rezept. Richtig geil. Ich sage eins, es heißt nicht umsonst. Das geilste Kochbuch der Welt. Ich schwöre euch bei Gott. Und das Beste ist, kann man jetzt schon vorbestellen auf, wo haben wir es? Hensler.shop. Und irgendwo anders. Amazon. Thalia. Buchhandel. Nur bei uns. Eigenproduktion. Das Buch, hier das alte, was heißt alte, kann man gar nicht sagen, ist immer noch geil. So, warte mal hier, bleib mal stehen. Das gibt's überall, ne? Wisst ihr ja, habt ihr ja hoffentlich schon, ne? Wenn nicht, shame on you. Aber dieses Wunderwerk der Natur, ja, das gibt's nur bei uns. Und bei uns gibt's heute Beachpasta. Und zwar ist das so eine Pasta, wir sind auch nicht im Sommer, aber wenn der Sommer kommen würde, wir holen uns jetzt sozusagen in die Küche, ja? Stell ich mir das so vor. Was wir brauchen, sind Garnelen. Da haben wir jetzt diese sogenannte Black Tiger Garnele. Die war gefroren, haben wir im kalten Wasser auftauen lassen. Ihr seht, da ist auch schon der Darm gezogen. Das ist immer relativ simpel. Und die jetzt einfach schwupp in 3 Teile schneiden. Ich empfehle euch wirklich, wenn ihr Garnelen macht, immer auf Black Tiger zu gehen. Das müsste jetzt die Größe 13-15er sein. Die Größe ist nachher so ein bisschen egal. Also je größer, desto besser, desto dicker, fleischiger ist das Ganze. Aber guckt wirklich, dass ihr Black Tiger habt, da habt ihr eigentlich immer eine gute Qualität. Jetzt, pass auf. Wok, Olivenöl, jo. Und dann rösten wir gleich die Garnele da an. Lass sie erstmal vorheizen. Ich glaube, ein bisschen Rosmarin können wir auch mit reinballern. Hier frisch aus unserem Kräutergarten. So, ein Zweigchen. Genau, der sagt uns auch, ob das Ganze schon heiß ist. Garnele rein. Dann ein bisschen Kirschtomate. Ich erinnere mich gerade schon hart an... Ich weiß nicht warum, an die Spaghetti, die wir mal auf der Tour gemacht haben, beziehungsweise du. Auf der Live-Tour? Ja, ja. Mit den gebackenen Stimmt. Garnelen. Stimmt. Oh, die waren geil. Stimmt, mit den Parmesan-Live, die waren geil. Die waren echt gut. Die können wir hier auch mal machen. Können wir machen, gute Idee. Ja, und klauen wir uns selber. Was? Ja. Wir machen einfach einen Pasta-Monat, immer ein Parmesan-Live. Ja, kommt sowieso bald Pasta noch mehr von uns. Aber dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Da-da-da-da. Spannend. Also, das ist auch, du siehst, das ist das geile Garnelenbrät, hast du schon dieses Garnelenaroma. Jetzt hier unsere dünnen Spaghetti, die brauchen 3 Minuten in Salzwasser. Einfach rein. Zwischendurch würzen wir das Ganze schon mal ein bisschen. So, komm, gib mir ein bisschen Power hier. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in der Pfanne machen. Ich habe halt gerade eine Love Story mit dem Wok, muss man sagen. Weil für meinen Geschmack ist das noch geiler als eine Pfanne eigentlich. Weil irgendwie kann man da so hier, so, du kannst da top drin schwenken, die Hitze hält sich gut. Also das ist, die Pfanne ist auch geil, aber irgendwie habe ich gerade so ein bisschen eine Affinität zum Wok. Kochlöffel, ganz wichtig. So. Hier, so ein Pasti. Die garen wir jetzt auch wirklich gar. Also bei diesen kleinen dünnen Nudeln macht es jetzt keinen Sinn zu sagen, nur 2 Minuten kochen und dann hiermit kochen. Die können wir gar kochen, ziehen die einmal durch, fertig ist die Laube. Ne? Jetzt haben wir Salz, Pfeffer, bisschen Rosmarin dran. Dazu jetzt Babyspinat. Und was wir noch, was wir gerade wie Schuppen aus den Haaren fällt, was jetzt super passen würde. Ha! Flocke Butter. Klein bisschen dazu. Einfach für den Geschmack, dass hier unten so ein bisschen braun wird. Weil dieses nussige Aroma von brauner Butter geht eigentlich zu allem. Guck mal, jetzt lässt man den Spinat ein bisschen zusammenfallen. Butter ist auch braun. Jetzt löschen wir ab, beziehungsweise gießen ein bisschen Soße an. Und zwar zum einen mit ein bisschen Kokosmilch, aber nicht nur. Ich will jetzt nicht, dass das so in so eine Curry-Richtung geht. Es soll nur so einen ganz leichten Kokos-Flavor haben. Deswegen jetzt hier, Ditcher Kokosmilch.
Für den Geschmack und für die Rahmigkeit Sahne. Ja. Noch ein kleiner dazu. Einkochen lassen. Jetzt rührt er einmal auch durch während des Einkochens. Dann schnappt ihr euch einen Löffel. Und guckt mal kurz, wegen Würzen. Ah, geil, das ist genau das, soll es sein. So eine ganz leichte Note nur von Kokos. Und nicht so dominant. Aber Salz brauchen wir auf jeden Fall noch, das spüre ich. Und Pfeffer brauchen wir auch noch. Jetzt hier kommt das Rote her, vom Kochlöffel. Ne? Jetzt Nudeln. 3 Minuten sind bestimmt um, würde ich sagen. Abgießen. Gucken wir mal. Oh, da waren wohl erst 2 Minuten. Aber egal, komm, hauen wir sie direkt mit rein. Eigentlich müssen wir weiter einkochen lassen. Guck mal. Man kann also doch die Spaghetti ein bisschen im Sud gar kochen. Da würde ich mir schnell so ein bisschen Sahne nachhauen, dass wir ein bisschen Flüssigkeit haben. Genau. Oh, guck mal, wenn das nicht nach Strand aussieht, das müsst ihr euch vorstellen, blaues Meer, leichter Wellengang, eine schöne Brise, einen geilen Typen oder geile Alte im Arm, je nachdem, auf was ihr Bock habt. Oh, dann sitzt du da, das Garçon. 2x Spaghetti Beach, Beach Spaghetti. Glas Shampoos dazu. Bilder in meinem Kopf. So, pass auf. Das Ach Gott. Geil. Doch besser. Ich muss sagen, ich habe scheiße geredet vorhin. Ist doch geiler, die Spaghetti noch ein bisschen mitzukochen. Das, was wir immer machen, wir haben recht. Mit dem, was wir immer sagen, dass wir sagen, das Beste ist, die Spaghetti in der Soße mitkochen, macht selbst bei diesem 3-Minuten-Pasta, macht das absolut Sinn. Guck mal, jetzt schön anrichten. Da brauchen wir auch einen Sommerteller. Komm. Nee. Wenn ich ansagen. Was? Oh. Ja, wir hatten die Idee, Feta-Käse mit reinzumachen, aber ich sag dir ganz ehrlich, fehlt mir nicht. Weil ich sitze ja nicht in Rodos, sondern in St. Barth. Verstehst du? Was ist so? Ich sitze jetzt. Sehr viel mit Nudeln zu tun. Ja. Sardinien. Ja. Ist auch jetzt hier. Guck mal. Oh. On top jetzt, ich richte nur eine Portion, den Rest lassen wir in der Pfanne, einfach so für die Optik. Guck mal, schön. Leicht sudig. Die gebratene Garnele gibt natürlich auch geil Geschmack ab an den Sud. Boah, guck mal, den Rosmarin. On top. Geil. Ah, sieht schon fein aus. Kein Käse an der Stelle. Würde ich weglassen. Geschmacklich brauchen wir den gar nicht. Und du machst mal bitte ein Foto. Ach ja, stimmt. Stimmt. Aber wir können von der zweiten Portion alle machen. Da kannst du schick anrichten, weißt du? Okay. Ne? So, dann probiere ich das Ganze mal. Mmh. Einfach die Garnele. Das Entscheidende ist, dass es nur so eine ganz leichte Currynote hat. Nicht Curry hier. Wie heißt das heute noch? Kokos. Oh. Die Soße, die ist wie so, wie so ein ganz dünner Cremefilm auf der Pasta. Welt, Digga. Probier mal. Pass auf. Mach mal auf den Schnabel. Zieh da mal rein. Merkst du das? Das ist so, als wenn du dich gerade mit Sonnenmilch einreibst. Weißt du? Merkst du das? Geil, ne? Geschmeckt von Kokos auch fast nichts. Ganz leicht. Nur so hinten raus. Ein Hauch. Ja. Oh. Und ist schon wieder weg. Und so muss es sein. Finde ich. Ja, mega. Das ist nicht zu viel. Oh, und dieses Nom, Nom. Geil. Oh, Mittagessen ist fertig. Das war Live on Tape Beach Pasta, der einzige Schnitt jetzt zur Einkaufsliste. Vielen Dank. Und die Einkaufsliste für Beach Pasta à la St. Barth für 2 Personen. Braucht ihr 250 Gramm dünne Spaghetti, 6 Black Tiger Garnelen, 100 Gramm Babyspinat, 10 Kirschtomaten, 300 Milliliter Sahne, 100 Milliliter Kokosmilch, ein Rosmarinzweig und aus dem Hänsler schnelle Nummerregal Olivenöl, Salz und Pfeffer. Nochmal Informationen über die schnelle Nummer und alles rund um die schnelle Nummer findet ihr auf hänsler-schnelle-nummer.de. Viel Spaß!